Hallihallo, liebe Freunde, da sind wir wieder. Vanilla Hills haben wir jetzt gerade gespielt. Jetzt kommt das Thema Goldrausch. Da starte ich dann einfach mal, weil das wird dann auch angezeigt, nochmal der Text. Und dann kann ich den da lesen. So, da, Mindestbahnerregung 3, Mindestbahnlänge 350, gesamte monatliche Bahneinnahmen 300. Ja, was haben wir hier? Darlehen zurückzahlen, gesamte monatliche Bahneinnahmen 500 und Mindestbahnerregung 4, Mindestbahnlänge 370 Meter, drei Bahnen, hier Wald steht, da muss man auch noch. Gesamte monatliche Bahneinnahmen 700. Nun gut. Jetzt können wir zurück hier. Ah, alles klar. Jetzt können wir Darlehen sind nur 1000. Damit wäre Bedingung kann jederzeit erfüllt werden. Darlehen wäre zurückgezahlt. So. Dann Bahn. Ja, eine aufregende Bahn. Das wäre wohl hier. Inverted Coaster. So, 776. Das ist auch schon mal sehr hoch. Und Länge 566 Meter. Die sollte doch auch ausreichen, ja. Für 9700 ist das ja auch okay, dass sie so viel kostet. So, jetzt muss ich nur noch einen passenden Ort finden. Wir haben anscheinend. Oh, wir könnten uns sogar noch dazu kaufen, nehme ich mal an. Hier das Gebiet, da ist auf jeden Fall ein Weg hoch. Genauso wie hier und da. So, dann würde ich doch vielleicht versuchen, das Ganze, wenn das denn. Kann man das denn hier. So. Lass uns vielleicht so machen, dass wir einen Weg da durch den. Ich kann es jetzt nicht zeigen, da rechts von meiner Maus. Da gehen die Bahnen so, geht die Bahn hoch. Dass ich da vielleicht einen Weg lang bauen, um nach oben zu kommen. So, um es mir einfach zu machen, habe ich jetzt einfach mal eine fertige Bahn genommen. Das wäre dann Bahnerregung 3 ist erfüllt, Bahnlänge ist erfüllt, fehlen nur noch die Einnahmen. Aber die generiere ich hiermit auch, also die bekomme ich hiermit auch. Generieren hört sich immer so komisch an. Machen wir mal Western-Style, wie sich's gehört. So. Ah, da geht's nicht. Okay. Dann machen wir es anders. Nehmen wir den Sandweg und bauen hier dran. Da kommen wir nämlich hierher. So, das funktioniert schon mal gut. Dann haben wir. Können wir die. Ne, wir müssen die nochmal schließen. Sekunde. Anzahl der Wagen pro Zug. Das stimmt ja schon mal nicht. So, 5 Stück. Wenn wir mal 3 machen, kriegen wir dann noch einen Zug rein? Nein. Oder wir machen es direkt so. Naja, gut. Dann eröffnen wir den mal. Und. Was war das? Intensität, Erregungs. Ja. Und Geld natürlich dementsprechend hoch. Wir können mal gucken. Da war ja gerade noch eine. Hier dieser Klotz. Was der so an Einnahmen. 6,50 mit Werten. Oh, die muss man auch noch eröffnen. Was ist das denn? Mit hoch, mittel und. Dann würde ich doch mal sagen, können wir die hier. Doch ähnlich
Was hatte ich jetzt gesagt? 6,50, gell? Ich muss noch ein bisschen klicken. Ich weiß gerade nicht mehr. Dann gucke ich nochmal nach besser. So. Doch, 6,50, genau. 6,50. So. Kann man da nicht einfach. Nee, Plus kann ich nicht drücken, das ist meine Aufnahmetaste. Hehehehe. Mach ich da mal 7 Euro, weil die heftiger ist. Gut, dann, damit es bei mir damit es einfacher wird. Ja, eine Toilette. Das hatte ich ja schon mal erklärt, warum. Zum Kotzen können sie dann da reingehen. Das hilft mir dann weiter. Ja. So, dann würde ich sagen, da unten sind auch noch Attraktionen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Baue ich hier vorne schon? Ja, ich denke, ich baue hier vorne schon mal. Aber so viel Geld haben wir gar nicht, eigentlich. So. Aber hier einmal hin. Wollen, das wird schon hinhauen vom Geld her. Und noch was zu trinken. Rootbier, das klingt doch gut, das ist passend. Dann habe ich nicht mehr genug Geld für irgendwas. Deswegen ja, setze ich dann erstmal damit aus. Und ich würde sagen, es geht weiter. Klar, die stehen jetzt hier. Kann ich das eigentlich noch? Wagenbezug. Stimmt, da müsste ich nochmal hier vielleicht einen. Ne? Was ist denn hier los? Öffne ich nochmal das Baumenü. Und dann wird da die Bahn gelöscht und da dran baue ich Bahnhof. Nee, 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 nee. Moment. Die Lampe kommt weg. Nein, falsch. Ah, ich habe schon gebaut. Ich habe keinen. Das ist natürlich blöd. So, jetzt habe ich wieder 1000. Okay. Moment. Das war ja so nicht geplant. Da wollte ich ja noch Bahnhof und jetzt. Ja. So. Schön, das passt noch mit dem Weg. Der Ganze ist fertig. Da kann ich doch bestimmt noch. So, 3 Wagen mit jeweils 4. Testlauf starten. Die fahren jetzt erstmal so. Ja. Ist ganz gut besucht für eine der ersten Fahrten. So, jetzt kann ich in der Zwischenzeit ja schon mal weiterbauen. Nein, verdammt. Ja, wie auch immer, ich mach das jetzt einfach. Die Ergebnisse werden schon so kommen. Mülleimer. Auf jeden Fall brauche ich Mülleimer. Und zwar hier, hier und hier. Dann Richtung Ausgang noch ein, dass wir da nichts hinschmeißen. Für die Leute, die warten. Also kosten die Dinger ja nichts, da kann ich ja ein paar davon bauen. Ja, wieso auch nicht? Man kann ja hier überall welche hinstellen, auch wenn der gerade in der Luft schwebt. ja, das sollte so langsam. Langsam sollte es gut sein.
Alles klar. Läuft die Zeit? Nee, sie läuft nicht. Ist so, okay, dann. Was ist das hier eigentlich? Fahrtereignis. Ach so, da bräuchte ich aber erstmal eine Fahrt, die Ereignisse dann verkraftet. Ja. Alles klar, dann machen wir mal auf Schnellvorlauf. Man muss ja auch gucken, dass dann das mit den Finanzen hinhaut. Weil im Moment kann ich ja eh nichts machen. Ich habe noch ein Stück vom Kredit an der Backe, das ich dann noch zurückzahlen will. Bahntickets 300, das sollte doch. Gesamte monatliche Bahneinnahmen 300. Jetzt sind wir schon bei 400. So. Also, wenn wir das Geld haben, dann baue ich auch gleich noch eine selber. Weil selber bauen ist immer noch. Oh, die muss erst getestet werden, also doch. Testlauf, so. Ja. 900 Bahneinnahmen. Blutbier ist zu billig. Okay. Danke, danke, danke. Kein Problem, alles. So. Okay, Moment. Ich habe das Darlehen zurückgezahlt, deswegen kam das so. Nee, ich wollte eigentlich hier drauf. So, ich brauche da ja noch Werte. Rot, Testlauf. So. Jetzt machen wir mal hier. Sonst wäre ja nicht so. Unternehmer. Darlehen zurück und Bahneinnahmen, die habe ich ja schon mit der Bahn, mit einer einzigen Bahn habe ich ja schon geschafft gehabt. So, auch die Mission habe ich, waren ja 1100 an Bahneinnahmen. Also, ich kann mir definitiv jetzt hier einiges erlauben, da ich sehr viel Geld bekomme, momentan. Noch keine Ergebnisse. So, da muss ich gleich dann nochmal alles durchgehen, weil dann kann ich den ganzen Kram ja auch hier aufstellen. Dann steigt ja mein Wert, meine Besucherzahlen, etc. 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 Naja, Desasterfelsbrocken. Brocken für was das denn? Ist doch hier unter. Desasterfels. Das ist einfach nur eine optische Sache. Nee. Das ist für irgendeine Bahn. Ah, hier. Das hängt mit der Bahn zusammen. Ist nur die Sache, dass ich es nirgendwo bauen kann. Da Kakteen im Weg sind und Büsche. Noch keine Ergebnisse. Wieso kann ich es denn nicht bauen? Vielleicht muss ich erst die Bahn stoppen. Denn hier los? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Wie kann ich denn da noch mal? Da nicht.
Ich habe schon eine Vermutung. Und zwar, dass sie zu langsam sind. Ja, genau. So, rot, Stopp, Baumodus. Wie kann es denn sein, dass sie hier zu langsam sind? So, da fahren sie hier hoch. Und dann, weiß ich nicht, baue ich hier mal. Ah, falsche Richtung. Ja, ist egal, ich lasse das hier dann eh automatisch fertig bauen. So, jetzt müssen wir hoch mit Kette. Mit Kette. So, und jetzt.